Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Empyrion. Ja, wir haben hier ein kleines bisschen an unserem Raumschiff Änderungen vornehmen müssen, weil wir brauchen unbedingt Neodymit, sonst kommen wir nicht weiter. Und ich springe auch direkt mal zum Schneckchen. Hallo Schneckchen. Hallo Dex. So, unser hochmodernes... Hörst du mich denn? Ich kann dich sehr gut hören, ja. Unser hochmodernes Raumschiff... Der redet wieder mit sich selbst. Hallo? Ich merke das schon. Hallo? Hallo? Hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich. Okay, gut. Das ist schön. Alles wunderbar richtig. Hi. Ja, unser hochmodernes Raumschiff hier für unseren Ausflug Neodymit. Also... Pass auf, ich habe eben schon mal geguckt, wo wir ungefähr hin müssen. Wir hätten also die Option einmal nach... Warte, ich geh mal mit, ja. Was ist das? Was war das? Symos? Warte, ich guck mal. Symos war glaube ich nicht. Mir hat sich die Karte jetzt verdreht, dummerweise. So war glaube ich. Oder? Sina hätte Neodymit. Siena, okay. Oder Siena, ja. Im Asteroidenfeld. Also ich würde sagen, erstmal Siena, oder? Ja, Siena ist am nächsten. Ich habe nur ein großes Problem. Wir müssen noch was umändern. Ja. Wir müssen noch was umändern, weil in der Kapsel, nur mit dem Sitz, fliege ich definitiv nicht ins Orbit. Reicht das nicht? Nein, ich erfriere. Nein, ich erfriere. Du erfrierst. Okay. Wir brauchen definitiv, ich guck mal, wir müssten einen fertigen eigentlich haben. Da ist einer. Wir brauchen definitiv geschlossene Kabinensitz, weil. Hochmodern ist das Schiff hier. Eine bessere Aussicht am Dach. Moment, da war glaube ich verkehrt. So. Der muss wieder hier rein. Haben wir keinen Passagiersitz mehr? Doch, müssen doch, ne? Geschlossenen Passagiersitz. Das ist eine Anzugstation. Nee. Geschlossener Passagiersitz. Haben keinen. Baust du eben ein? Ja, ich baue eben einen. Ich baue eben einen. So, die Pflanzbeete, die sind für das große Raumschiff dann. Strom haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut. Geschlossen, ne? Ja. Geschlossener, ja, wär nett. Wär nett. Das wäre wirklich, weil frieren ist echt doof. Muss ja immer nur einer von uns frieren. So, ist gebaut. Ich nehm's mir raus. Hab ich denn hier noch genug Munition und so? Ja. Ausgabe. Ne, da ist er nicht. Wo hast du ihn hingebaut? Bauteile. Ist schon unter Bauteile geschmissen, okay. Ja. Da ist er. Ja, ist ja ein Träumchen. Ein Träumchen. So, ich sitz drin. Ich sitz drin. Das sieht aber jetzt so aus, als ob du den Sitz in der Luft platziert hättest. Ich hab einfach drauf. Das wird schon passen. Hauptsache, ich nehme dich mit. Aber irgendwie sitze ich schon. Ich fühle mich gut so. Ich fühle mich ganz gut so. So. So, mal gucken, ob die Tür jetzt automatisch aufgeht. Aber komm, hier ist sogar. Wo bin ich denn? Vor der Türe. Also, jetzt bist du durchgeflogen. Jetzt bin ich durchgeflogen, sehr gut. So, Siena haben wir gesagt. Siena haben wir gesagt, ja. Okay, ich habe einen Bohrer mit dabei, alles gut. Ja. Also, falls ihr euch alle wundert, wir hatten eine längere Aufnahmepause, aus Zeitgründen hatten wir ja voraufgenommen. Und wir müssen uns gerade auch erstmal wieder reinfinden, deshalb so ein kleines bisschen Unwissenheit, würde ich so ausdrücken, oder? Ja, ja. Und wir hatten ja unser Schiff verloren, unser kleines. Genau. Und da waren wir jetzt gerade am Rätseln. Was wir eigentlich vorhatten. Ja. So, ich habe den markiert.
ist ja hinten irgendwo, ne? Kann das sein? Ich kann nicht sehen. Warte, ich guck jetzt noch mal hier auf die Karte. Pentaxid hast du aber im Tank drin, ne? Ich krieg keine Luft hier mehr. Warum krieg ich keine Luft? Ich muss einen Helm aufsetzen. Alles gut. Der Helm war noch nicht auf. Ich wollte jetzt gerade gucken, wie lange ich die Luft anhalten kann. So, irgendwo da müssen wir hin, aber ich sehe, ich habe den Ziel erfasst. Nee, das ist aber der gelbe. Nee. Hast du noch nicht Zielerfassung gemacht? Also ich sehe den ja sowieso nicht. Fällt mir gerade ein. Siena, Ziel löschen, Siena, Ziel erfassen. Ja, der ist voll. Ich habe das Gefühl, er ist auf der anderen Seite von dem Planeten. Wäre durchaus möglich. Aber du müsstest trotzdem orange angezeigt kriegen. Ja, ja. Der wird ja orange, also ne, als oranger Pfeil angezeigt eigentlich. Eigentlich ja. Aber entweder ist er hier in dem orangen Feld irgendwo drin. Den auch auf der Karte nicht. Ich meine, ich kann es ja auch nochmal versuchen. Ist das ein blauer Planet? Ziel erfassen. Geh mal ein Stückchen nach rechts. Kleines Stückchen. Ich habe ihn drin. Kleines Stückchen weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Und jetzt ein bisschen tiefer. Die Nase nach unten. Noch ein Stückchen, 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 noch ein Stückchen. Ein bisschen. Jetzt sind wir in die Erdatmosphäre eingetaucht. wieder rauf, aber das war ganz gut. Also da ist er und dann kann ich, glaube ich, K drücken. Und dann springen wir. Jetzt muss ich den nur wieder neu einstellen, wenn mich nicht alles täuscht. So. Jetzt bleib mal jetzt stehen. Ich gehe doch da auf da drauf. Ziel erfassen. Siena, Ziel erfassen. Dann kommt da auch direkt ein. Ja, da kommt auch direkt ein oranges Dreieck. Und das jetzt über uns. Über uns. Geh mal hoch. Hoch, 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 hoch. Stopp! Links! Nein, zu weit! Ey, zu weit. Runter, 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 runter. Stopp! Runter, runter. Nein, nicht weiter nach links. Runter. Ein Stückchen runter. Ganz, da, stopp! Ein Stückchen rauf. Ein Stückchen rauf. Noch ein ganz kleines. Ja, schon gut. Und jetzt ein Tick rechts. Noch ein Tick rechts. Gut, und ja, jetzt ein Stückchen runter. Ganz wenig nur. Mit Gefühl. Ja, und ein Stück links. Mit Gefühl. Ein Stückchen rauf und Vollgas geben. Sieht gut aus. Soll ich mal K drücken für einen Warpsprung? Warpsprung nur im Cockpit. Ja, drück mal K. Du musst auf das Ziel zufliegen, um den Warpsprung zu aktivieren. Okay. Also du musst das Ziel erfassen. Das nützt nichts, wenn ich den... Warte mal, ich mach das jetzt anders. Ich kann noch... Nee, ich gehe in die Galaxiekarte rein. Ja. Gehst auf den Planeten. Siena. Draufklicken. Ziel löschen. Mach mal Ziel erfassen. Ziel löschen und Ziel erfassen. Das zeigt einfach bei mir nicht an, ne? Okay, sollen wir dann halt mal eben an? Null. Dann tauschen wir mal eben die Plätze. So, ich sitze oben drin. So, dann gehe ich jetzt mal da drauf. So. Abenteuerfahrt wird das hier. Ich kann Ziel nicht erfassen. Jetzt kann ich Ziel erfassen. Okay. Ja, guck mal, direkt vor mir. Was kann ich, was du hast? Direkt, aber... Also, vielleicht habe ich auch eine Gelbschwäche. Ich weiß ja nicht. Guck mal, was wir springen hier. Wie ein junges Reh. Ich hab's ja gar nicht. Oder habe ich das irgendwie ausgeschaltet? Irgendeinen Knopf gedrückt?
Naja, ich drücke jetzt nicht irgendeinen Knopf, nicht, dass ich gleich hier im, in den ewigen Weiten verschwinde. So, 4 Kilometerchen und dann müssen wir nur noch das Feld suchen, ne? Neodymit, ja. Ich glaube, wir waren schon mal drauf auf dem Planeten. Wir haben ein Mordsproblem, wenn wir alle Adern schon ausgebeutet haben, ne? Ja, dann tut uns das leid, dann müssen wir leider die Staffel beenden. Weil das ist dann das Ende des Spiels. Wir kommen da nicht weiter. Wie konnte ich denn jetzt nochmal aus dem Raumschiff rausgehen? Die Sicht ändern? V. Ah, perfekt. Super. Danke. Okay, wir schlagen stumpf in den Boden ein. Ich gucke nochmal auf den Planeten. Achso. Ja, wir waren hier einmal schon mal kurz drauf, aber wir haben noch nichts gelootet tatsächlich. Okay. Der ganze Planet weil ist ich noch kann, einmal kurz dahin gegangen. Ich kann ja eh nicht danach gehen, weil ich habe das Problem, dass ich ja neu starten musste. Bei mir ist ja so ziemlich alles, weiß ich, hatte ja, doch, ja, ich hatte doch das Problem, dass mein Charakter fort war. Ja. Also wir sind nur einmal kurz dahin, um zu gucken. Was da, glaube ich, für Erze waren, so war das. Kobold haben wir hier, das brauchen wir aber nicht. Ja, das brauchen wir nicht. Oh, Drohne? Sind wir bewaffnet? Drohne. Ja. Nee. Gibt's hier irgendein Problem? Ich schieße auf die, aber da tut sich nichts. Okay, ich habe keine Ahnung. Da, Neodymit. Wir sind schon da, aber die Drohne macht mir Sorgen. Ich krieg diese doofe Drohne nicht weg. Die schießt aber auch nicht auf uns. Ah, jetzt ist sie fort. Gut, dann können wir landen und können graben gehen. Kann abbauen, ne? Hier Neodym-Lager. Sieht gut aus. Hier, so. War doch hier, oder? Ja, hier müsste es gewesen sein. Da ist es. So, davon brauchen wir jetzt ordentlich was. Ja, wie viel haben wir aufgeschrieben? Irgendwie 1000 oder so, ne? Um die 1000 fehlen uns, ja, also 1000 Barren. Wir brauchen 5 für eine Barren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay, das heißt, wir brauchen insgesamt 5000, da können wir schon mal knicken, ne? Also, dass wir das hier zusammenkriegen bei der Ader, ja. Ja, hier gibt's nur eine. Was? Ja. Auf dem Planeten gibt es nur eine. Mhm. Und dann gibt es im Asteroidenfeld noch welche, aber da bin ich mir nicht sicher, ob wir die nicht schon geplündert haben. Ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Ich meine da... Also wir haben auf jeden Fall schon mal was abgebaut. Definitiv. So, das ist eine Schotter. Hier unten ist das nicht. Da muss mir doch mal jemand sagen, dass das... andere Zeugs nur Dreck ist. Aber es kommt ja doch einiges raus hier, das muss man schon sagen. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wie viel ich habe. Ich guck mal eben. 250. Ja, 200 habe ich auch. Ah,
weil wir mit dem Kleinen ja nur innerhalb des Sterns oder so warpen können. Ne? Genau. Also wir haben jetzt für Neodymiten oder ja Neodymiten nur noch das Asteroidenfeld. Oder wir müssten hier so lange warten, bis hier ein Asteroid runterfällt. Was natürlich etwas länger dauern kann. Das ist wohl wahr. Aber das ist hier zumindest ein großes Vorkommen. Ja. Das muss man schon mal sagen. Im Gegensatz zu dem anderen Planeten können wir hier auch in Ruhe abbauen. Schrei's nicht so laut an die Wand. Ich höre jetzt zwar immer irgendwelche Stimmen. Oder irgendwelche Tiergeräusche, aber ich glaube, das sind nur Frösche oder Enten oder so. Hier noch. Alles weg hier. Also ich habe jetzt 600, 650. Ja, Tito. Man muss doch auch so ein großes Raumschiff bauen. Es ist ja noch nicht, das ist das kleinste von denen, die ich gemacht habe. Also das ist das kleinste von denen sogar. Ist gar nicht das größte. Wir merken uns das mal. Ah, hier ist noch was. Wird. Jetzt sind wir gleich durch, ne? Jetzt haben wir sie gleich ausgebeutet hier. Leute, wenn man tatsächlich einen großen Flieger baut und der geht aus welchen Gründen auch immer kaputt, hast du echt irgendwann die Arschkarte, ne? Ja, solange du dich hier in dem Sonnensystem befindest, auf jeden Fall. So, ich glaube, hier sind wir durch, ne? Da sind noch zwei kleine. Hier ist noch was. So, dann sind wir aber durch. Also, meine Ausbeute 912. 916. Ja, das... Und das war wie 5, das war 5 zu 1, sagst du. Ich meine, war 5 zu 1, ja. Ich guck jetzt nochmal, aber wir hatten tatsächlich, es ist nur. Nee, 19 Felder Neodymit ja, 19. Hier. Ja, komm. Ja, 19, sagen, was erzählst du denn da? Eins. Du erzählst ja ein Quatsch, nur ein Feld. Ich hab gar nichts gesagt, das warst du. Niemals. Das heißt, wir brauchen so drei Felder insgesamt. Jetzt noch zwei. Würde ich sagen, sind drei, ja. Drei Felder, dann sollten wir auf jeden Fall dicke Titan. Ja. Also da sollten wir auf jeden Fall dann dicke mit auskommen. Den Sensor immer wieder an, ja, ne? Ja, ich mach den immer wieder an, aber irgendwie... Scannt der nichts, ne? Doch, aber der war eben Kilometer, 1,3 die Ressource und jetzt ist er 3 Kilometer weit entfernt. Oh. Okay, Raketendrohne.
Warum schneit's denn hier? Der Winter ist doch vorbei. Weil es ein Eisplanet ist. Prometium. 3 Kilometer in die Richtung wäre die nächste. Oder 2,4 darüber. Ne, gehen wir mal lieber darüber, ne? Ja. Achso, das war Prometium Erz, alles klar. Prometium Erz. Prometium Erz. Sind die Ressourcen echt weit auseinander, ne? Kann ja. Aber hier ist auch nichts. Also feindliches Gebiet gibt es hier nicht auf dem Planeten. Ne? Ich. Nee. Bis ja, obwohl er hat mir gerade was Rotes angezeigt. Okay. Kobalt. Kobalt. Weil sind da so viele Ressourcen vorkommen auf dem Planeten. Ich hätte schon gedacht, dass sie ein bisschen näher zusammen sind. Ja, bei der Menge, ne, 19 Stück waren es. Hätte ich jetzt ja, auch ja, gedacht, dass wir direkt über das nächste stolpern, also. Nicht so wie mit dem Golderz, wo er irgendwie das letzte Erz war dann der Gold auf. So. Komm, das ist jetzt einer hier. Kurz die Daumen. Achtung, Drohne. Da, Neodymit, sag ich ja, da. Ja, ja, ja. Die match ich mal eben weg, ne? Ja, ja. Was ist denn los? Bin ich zu weit weg für das Geschoss oder was? Das stimmt nicht hier mit dem Dingen. Ich glaube, ja. Server ruckelt. Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Okay. Du bist ja direkt hier davor, vor uns dann. Ja. Also sieht zumindest so aus. Ja, ich bin schon drin. Okay. So. Mach ich hier auch mal an. Ja, so, so, so. Dann sind wir wieder drin, mitten im Game. Ja, brauchst du seine Zeit, ne? Bist du, wenn... Ja, 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 genau. Aber man kommt ja relativ schnell wieder rein. Weg hier. Ah. Der Bohrer war kaputt. Na super. Hier kann man auch in die Hand geben, was man will, das ist kaputt danach. Ja. Kennst du das, dass es solche Leute gibt, bei denen das wirklich so ist? Ja. Kennst du. Ich weiß gar nicht. Kennst du den Film Die Goonies? Habe ich mal gehört. Aber hast du gehört? Ja, weil du bist. Da bin ich zu jung. Eigentlich zu jung für. Der war so irgendwie in den 80ern. In den 80ern. Eine Gruppe von Jugendlichen, die einen Schatz jagen, ja. Und da war ein kleiner, dicklicher Junge, Chang hieß der, ja. Und der hat auch alles kaputt gemacht, ja. Die haben dann irgendwas gefunden, was kaputt gehen sollte, haben dem dann die Hand gedrückt und halt mal. Und keine 3 Sekunden später war kaputt. Hat er fallen lassen. Solche Leute gibt es aber wirklich. Ich weiß nicht, was sie für ein Karma haben, aber da geht grundsätzlich, egal was sie anfassen, ist kaputt.
Wobei der total putzig war. Immer wenn er rein wollte, mit den anderen zusammen abhängen, stand er dann draußen vorm Zaun, dann musste der einen Wackelpudding-Tanz machen. T-Shirt hochziehen und mit dem Bauch schlackern. Oh Mann. Ja, jetzt kommt ja Avatar auch bald, ne? Also zum, am 4.4. zu kaufen, also und für, auf DVD oder so, ne? Auf DVD und bei was ist denn hier bei mir los? Oh, ich habe keine Luft mehr. Warum sagt man, ich bin tot? Was? Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, weil nee, ich hatte Sauerstoff. Ich hab, kann dir nicht sagen, was passiert ist. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gestorben bin. Okay. Ja, der soll demnächst auf DVD schon kommen, oder was? Ja, jetzt ab morgen. Ab morgen kannst du ihn kaufen. Also ab 4.4. kannst du ihn kaufen. Okay. Und, dann soll er auch, ich glaube, relativ zügig, so wie ich es mitgekriegt habe, soll er dann auch zu streamen sein bei Disney Channel als erstes und dann. Ja, okay, ja, genau, ja. Ja, cool. Also ich fand den richtig gut. Ich habe nicht gesehen, den zweiten Teil. Ich habe geteilte Meinungen gehört. Ich werde mir dann hier angucken. Ja, also, gut, das hast du ja immer, aber. Die einen sagten dann irgendwie in der Mitte ist ja ziemlich langwierig, so langgezogen. Aber wie gesagt, kann ich mir keinen Urteil bilden. Ich habe ihn noch nicht gesehen. So, die ist leer, ja. Glaube ich, ne? Ja, hier war noch ein Mini-Häuflein. So, was habe ich jetzt? 1500? Sieht doch. Ich bin noch kein Neodym-Erz. 1500, ja. Ich würde ja vorschlagen, wir suchen gleich noch. Ich würde auch sagen, wir fliegen jetzt noch eben hier die 1,3 Kilometer. Wenn wir die gefunden haben, dann machen wir die im Offscreen. Genau, machen wir die im Off fertig. Dann fliegen dann zurück und bauen dann, also das große Raumschiff dann in die Fabrik. Und ja. Lassen es dann zusammen spawnen wieder in der Aufnahme. Genau. Silizium. Aber jetzt kommen jetzt ganz viele, da wird jetzt wieder eine dabei sein. Am Kap. Da kommt schon wieder was Rotes. Okay, ich sehe auf der Karte noch nichts. Doch, da ist ein rotes Gebäude links von uns. Eine Landeplattform, da fliege ich mal drauf zu hier. Müsstest du eigentlich jetzt sehen. Ah, jetzt ich sehe. Ruine. Ja. Ruinen, Landeplattform, okay. Was ist das denn da unten? Achso, okay. Prometheum? Na, da oben dürfte nicht mehr ganz so viel kommen. Mit zwei sind noch und dann drehe ich wieder nach rechts ab. Titan. Über uns zwei Drohnen, dann wird das hier wieder Neodymit sein, 100%. Kobalt, ne, dann drehe ich direkt ab. Brauchen wir uns auf keinen Kampf einlassen. Ja. Warum ich jetzt gerade gestorben bin? Ja, ich habe keine Ahnung. Na, das ist Kobalt, okay. Neodymium, 18 Stück haben wir noch, okay. Ja, vielleicht war wirklich dein Helm auf Titan. Titan?
Kobalt. Kobalt. Gibt's doch eigentlich gar nicht, ne? Da haben wir alles. Also bei der Masse, die hier sein soll, ist das aber merkwürdig. Jetzt ist hier auch rotes Gebiet. Ja, okay, dann sind wir jetzt bei den Zyrax. Was hat natürlich heißt, ich sollte ein bisschen höher fliegen, ne? Na, nicht, ne, je nachdem, was da ist. Ah ja, das sind die Gebäude auch schon. Da ist ein abgestürztes Raumschiff oder so. Und man weiß es nicht. Base oder was? Ich kann das auch noch nicht anmarkern. Fortification. Oh, das ist ein Geschütz. Okay, ich sehe jetzt nur leider auch gerade keine anderen Ressourcen mehr hier. Komischerweise. Ja, ja. Ich flieg mal ein bisschen rechts rüber. Ja. Ja, wir sind ja am Nordkap sozusagen. Nordpol. Also schon, eigentlich müsste schon mehr drin sein, ne? Wird mir auch nichts angezeigt gerade. Ne? Da 3,4 Kilometer. Weißt du, was hier ausgegangen ist? Der Sauerstofftank ist ja doch bestimmt ausgegangen. Nee, hatte ich auch noch. Ich habe immer noch 558 gehabt eben. Ist mir nicht ausgegangen. Ich hatte kein Essen mehr und ich hatte kein Leben mehr, aber... Ich habe aber auch nicht drauf geachtet, ich bin ganz ehrlich. Ich habe schön gequatscht mit dir und habe den Bohrer und ich kann dir nicht sagen, ob es am Essen gelegen hat. Bist du einfach erfroren. Genau. Vom Stein erschlagen worden. Vom Stein, genau. Ja, das ist aber auch wieder ein Raumschiffteil. Das ist wieder keine Ressource. Zwei Drohnen, okay. So, die sind aber ziemlich zahm, ne? Die haben noch nicht einmal auf uns geballert. Ja. Die haben wir auch gerade gewonnen. Ich dachte, die wundern sich bestimmt über unsere Konstruktion hier. Die denken sich auch so, nee. Ach du Scheiße, das sind Außerirdische. Lass bloß die Finger von denen. Guck mal, wie die bauen. Ein Raumschiff, was ein schwebender Passagier sitzt. Das lass mal lieber in Ruhe. Kobalt? Okay. Er ist doch verhext, oder? Ich kann jetzt schon so langsam kann ich schon nicht mehr glauben, dass wir hier so viele Adern haben. Ja. Oh, der Planet ist echt groß, ne? Ja. Das muss man auch sagen, also es ist echt groß. Auf jeden Fall, da kommen jetzt nochmal drei Ressourcen, da muss ja jetzt einer bei sein. Das hast du ja vorhin schon gesagt, da kommen ganz viel. Das war nix. Drei Ressourcen kommen da jetzt. Da muss da einer bei sein. Das ist ja. Kannst ja besser Lotto spielen. Da. Besten alle drei. Da ist er. Neodymerz. Ja, dann. So, dann würde ich sagen, wir landen jetzt hier schön bequem. Genau. Und dann, machen wir das gleiche. Offscreen alles weg. Genau. Wir sehen uns im Lager wieder. Genau. Sozusagen. Gut, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann unser großes Raumschiff veröffentlichen bzw. spawnen lassen oder aus der Fabrik holen oder wie auch immer und dann quasi unser Gelumpe packen und uns aufmachen in die weite Galaxie, ne? Ja. So ist der Plan. Große nächste Ziel. So ist es. Gut, dann wünschen wir...
euch wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt uns gesund und gewogen. Euer Logira TV und euer Dexter. Bye, bye. Bye, bye. Bis dann. Tschüss.